Willkommen zur neuen Folge unseres Wirtschaftstalks. Wir beide sprechen heute über Robert Habecks neue Industriestrategie. Er hat da nämlich ein ziemlich allgemein gehaltenes Konzept darüber vorgelegt, wie Deutschland sich innerhalb der Europäischen Union verhalten will und wie wir unsere Industrie stärken wollen. Was steht denn in diesem Konzept so drin? Ja, ganz allgemein handelt es sich um Angebotspolitik. Das ist das, was er quasi in dem gesamten Text betont, dass sie Angebotspolitik betreiben wollen. Und ich gebe vielleicht vorweg schon mal ein einfaches Beispiel. Wir befinden uns jetzt ja in einer Rezession. Ja? Rezession heißt, wir nehmen gerade ab. Habeck besorgt uns jetzt einen weiteren Gürtel für das nächste Jahr, ja, damit wir zunehmen könnten. Aber die Nachfrage ist ja gar nicht da. Das heißt, Angebotspolitik ist jetzt ein ganz schlechter Hebel. Die Unternehmen sind nicht ausgelastet. Die wollen jetzt kein zweites Fließband kaufen. Ja? Die haben jetzt ihr Fließband auf 50% laufen. Und er sagt, komm, bitte kauft euch ein zweites Fließband, obwohl aktuell gar nicht die Nachfrage da ist. Also das Thema ist schon mal komplett verfehlt, in einer Rezession jetzt über Angebotspolitik zu sprechen. Oder was sagst du dazu? Ja, diese transformative Angebotspolitik, diesen Begriff führt Habeck ja schon länger im Munde. Ich hatte dazu auf meinem Kanal ja auch schon ein Video gemacht, wo ich das ein bisschen analysiert hatte. Und grundsätzlich besteht diese transformative Angebotspolitik und aus dem, was neoliberale Angebotspolitik schon immer fordert, nämlich Steuersenkungen in erster Linie, möglichst gute Investitionsbedingungen, aber eben dadurch, dass man die Unternehmen steuerlich entlastet, dadurch, dass man versucht, so gute Investitionsbedingungen wie möglich zu schaffen auf dieser Ebene, aber nicht, indem man beispielsweise die Zinsen senkt. Also Habeck hat sich bei dieser transformativen Angebotspolitik ironischerweise dann noch dafür ausgesprochen, dass diese Zinserhöhungen ganz gut sind, weil sie ja die Inflation bekämpfen würden. Also das Konzept hat irgendwie von vorne bis hinten nicht zusammengepasst. Er hat halt überall diesen Stempel Klimaschutz draufgeklebt, aber es war immer schon diese klassische neoliberale Angebotspolitik drin, die, wie du gerade schon gesagt hast, in der aktuellen Situation absolut nicht weiterhilft. Wenn die Nachfrage fehlt, dann nützt es auch nichts, die Steuern für die Unternehmen ein bisschen zu senken oder da Abschreibungsregeln zu vereinfachen. Wenn wir schon über einen keynesianischen Multiplikator reden, ja, was passiert mit diesem Geld? Wie gesagt, nochmal das Beispiel vielleicht von einem größeren Unternehmen, was gerade nicht ausgelastet ist. Jetzt lassen wir denen 2 Millionen mehr durch eine Steuersenkung oder irgendetwas. Was machen die damit? Nichts. Ja, der Multiplikator ist null. Anstatt, dass wir 2 Millionen mehr ausgeben, 2 Milliarden, 20 Milliarden mehr ausgeben und dann, das führt ja auf jeden Fall schon mal zu mehr Ausgaben, weil wir es ja ausgeben. Geben irgendwelchen Unternehmen ein bisschen mehr Steuerentlastungen, die nichts mit dem Geld machen. Also ein Multiplikator von null, sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich ein bisschen höher, aber es ist halt so eine schlechte Strategie. In diese Richtung deutet auch das Wachstumschancengesetz, was wir hier auch schon mal besprochen hatten. Also die FDP hat sich ja hier damit gebrüstet, dass sie die Investitionsbedingungen für Unternehmen so krass verbessern würde. Und selbst da muss man sagen, selbst wenn man jetzt diese Strategie der Angebotspolitik für so erfolgreich halten würde, sind die Summen, um die es da geht. Also in der Spitze, also auch erst in ein paar Jahren, nicht mal heute, sind das 6 bis 7 Milliarden Euro pro Jahr. Also es sind die Summen, die da gefeiert und hochgelobt werden, so gering, dass das auf unsere Konjunktur oder auch nur auf die langfristige Entwicklung unserer Industrie fast keinen Einfluss haben wird. Und sag ich doch mal ein einfaches Beispiel zu so einem kleinen Restaurant oder was weiß ich, ne? Also es gibt ja schon, wahrscheinlich werden die gar nicht wirklich entlastet werden. Aber wann werden die in ihre Küche investieren? Wann werden die sich jetzt einen neuen Herd kaufen, einen neuen Ofen kaufen, was weiß ich? Wenn mehr Kunden kommen und sie hoffen, dass sie das nächste Jahr auch noch wunderbar überleben? Oder wenn sie Steuerentlastung bekommen? Aktuell machen sie wahrscheinlich eh keinen Gewinn. Also die Gastronomie ist aktuell eine sehr schwierige Branche. Und die werden nur mehr investieren, wenn wieder mehr Kunden kommen. Also das ist total dumm zu sagen, investiert mehr, wenn keine Nachfrage da ist. Das ist einfach eine komplett verquerte Logik. Ja, aber auf welche Bereiche will sich Habeck bei dieser neuen Angebotspolitik denn jetzt, also wen will er vor allem fördern? Ja, ein großer Bereich ist die grüne Energie. Und ich glaube, das ist auch durchaus etwas, wo man sagen kann, das kann er ja gerne machen, ja, das kann er ja machen, aber man muss halt nebenbei auch noch die Nachfrage stärken. Also grüne Energie ist eine sehr günstige Energie und wenn wir ja im Strommix noch etwas hochgehen mit der grünen Energie, dann wird der Strom dadurch tatsächlich ein bisschen günstiger werden. Das ist, ja, kann man machen, würde ich sagen, ne? Aber so richtig, also wie man diesen Strom dann speichern soll, also wenn wir beispielsweise Windkraft ausbauen, das sagt er in dieser Strategie ja eigentlich nicht. Also er spricht immer nur davon, dass wir mehr in Wasserstoffinfrastruktur investieren sollen, aber ich will jetzt da nicht auf die technischen Details eingehen, aber
so richtig Zahlen nennt er da auch nicht. Er schreibt immer irgendwelche blumigen Formulierungen im Sinne von, wir wollen da mehr investieren, wir machen eine Investitionsoffensive, aber konkrete Zahlen kommen aus dieser Strategie irgendwie nicht. Er nennt allerdings einen Sektor, der relativ interessant ist und wo er jetzt zwar keine Zahlen nennt, wo die Bundesregierung das ja aber bisher mit wirklich einem großen Investitionsprogramm hinterlegt hat, und das ist der Rüstungssektor. Also Habeck schreibt dort wirklich, zweitens hat uns die Abwägung der geopolitischen und volkswirtschaftlichen Risiken zu der Einschätzung geführt, dass in bestimmten Bereichen eigene Produktionskapazitäten unerlässlich sind. Das gilt in der Zeitenwende natürlich zuallererst für die Rüstungsindustrie. Das heißt, und hier hat die Bundesregierung ja das 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufgelegt. Pistorius hat ja vor kurzem sogar gesagt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Dann wollen wir jetzt dauerhaft diese 2% Ziel der NATO sogar übererfüllen. Also da hat die Bundesregierung wirklich ordentlich vorgelegt. Das heißt, ja, mehr Aufrüstung kommt auf jeden Fall. Aber bei diesen erneuerbaren Energien, bei diesen neuen Investitionen, die da reinfließen sollen, sind das vor allem blumige Versprechen, aber nichts Konkretes. Ja, da gibt es auch eine interessante Grafik im Wirtschaftsdienst. Also die Rezession wäre natürlich viel tiefer ohne die Rüstungsinvestitionen ausgefallen, ne? Weil das sind auch einfach nur Ausgaben, die das Bruttoinlandsprodukt nach oben treiben. Aber noch ein Punkt vielleicht nochmal zur grünen Energie. Ja? Selbst wenn wir es nicht speichern können und das weiter ausbauen, wir haben ja das Merit-Order-Prinzip, dann hauen wir häufiger den teureren Strom raus. Das ist ein kleiner Effekt, ja. Aber ohne diese konkreten Maßnahmen, wie du sagst, ohne Speicher ist es einfach nur ein komplett schlechtes Konzept. Die können das machen, netto, es bringt ein bisschen was, netto mehr Windräder bauen. Ja, das ist ja die Zahl, die ihr eigentlich mal nennen würdet, weil netto passiert gar nicht mehr so viel bei den Windrädern, weil ja die ersten Windräder, die wir vor 25 Jahren oder 20 Jahren gebaut haben, auch schon wieder abgebaut werden müssen. Es sind einfach nur ein bisschen kleines Shishi. Der einzige große Hebel sind die Rüstungsinvestitionen. Ja, da können wir jetzt stolz drauf sein, oder was? Ja, aber wir hatten ja eigentlich bei der Energiewende die Strategie, dass wir auf Erdgas setzen als Übergangstechnologie. Also das Erdgas, das fängt dann in diesen ganzen Erdgaskraftwerken, die wir haben, die Leistungsspitzen ab und sorgt dafür, dass die Energiepreise nicht hochschießen, wenn die erneuerbaren Energien gerade mal weniger produzieren. Und da haben wir jetzt diese wunderbare Idee gehabt, das Erdgas aus Russland zu boykottieren, beziehungsweise bei den Nord Stream Pipelines, da hatte jemand anderes die Idee, oder wir wissen nicht, wer es war, die dann sogar in die Luft zu sprengen. Das heißt, wir haben ja ein ziemliches Problem, was das angeht. Und dazu schreibt Habeck seltsamerweise auch nichts Konkretes. Also zumindest nichts in Richtung, wir wollen jetzt irgendwie neue Erdgasquellen erschließen, wir wollen jetzt mehr auf Erdgas setzen, und man wird weiterhin auf Erdgas setzen, das ist weiter eine wichtige Übergangstechnologie, das wird man auch nicht loswerden, und Erdgas ist ja auch wesentlich klimafreundlicher als beispielsweise Braunkohle, deswegen ist das ja auch gar nicht falsch, darauf zu setzen, aber da findet man da relativ wenig zu. Es gibt dann allerdings so interessante Allgemeinplätze, die wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen ausführlicher kommentieren sollten. Mit Blick auf Investitionen im Ausland wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern verhindern, dass autokratische Staaten ihre militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten mithilfe des Kapitals, der spezifischen Fachkenntnisse, Netzwerken und des Wissens unserer Unternehmen verbessern können. Wir prüfen mit unseren europäischen Partnern in der Expertengruppe, inwieweit ergänzende Maßnahmen sinnvoll sind, um solchen Risiken im Zusammenhang mit Auslandsinvestitionen entgegenzutreten. Das heißt, Autokratien sollen jetzt erstmal bei uns weniger investieren und, ja, also böse Staaten, die wir aus irgendeinem Grund nicht mögen, die sollen bei uns weniger investieren. Das heißt, gegen die wollen wir jetzt protektionistische Maßnahmen erlassen. An anderer Stelle schreibt er auch davon, dass wir uns von denen unabhängiger machen sollen. Also sieht es eher nicht so aus, als würde man die Erdgasimporte aus Russland wieder erhöhen wollen. Ja, also zu dem unabhängiger werden ist ja ziemlich bescheuert. Ne? Den Handelskrieg sozusagen zu begehen, während man noch nicht unabhängig ist vom Gas, ist total bescheuert. Und jetzt die Welt in Gut und Böse einteilen, wie gut das funktionieren kann und wer dann als böse und wer als gut festgelegt wird, das ist natürlich auch sehr, sehr fraglich. Haben wir eigentlich noch nie gemacht. Die Welt in Gut und Böse einteilen, kannst du mir gerne widersprechen, aber ich glaube, das haben wir seit 49 nicht mehr gemacht. Und jetzt scheint das irgendwie wieder ein Plan. Während des Kalten Krieges. Also, okay, ja, dann haben wir es einmal. Da hatten wir ja wirklich eine Systemkonfrontation. Da gab es ja wirklich noch Staaten, die wirklich ein komplett anderes ökonomisches und politisches System hatten. Das gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Also wir haben verschiedene kapitalistische Blöcke, die in gewisser Konkurrenz zueinander stehen, aber dass wir so eine Situation wie im Kalten Krieg hätten, dass wir wirklich eine Systemalternative hätten, die dem Westen Konkurrenz machen würde, das gibt es aktuell nicht mehr. Ja, und selbst wenn, wäre es kein Problem, weil wenn wir irgendwo Wirtschaftswachstum sehen, dann ziehen die uns auch wieder mit nach oben. Also allein ökonomisch ergibt es keinen Sinn. Das ist einfach nur eine Ideologie. Wir mögen die nicht und wollen sie klein halten. Ja, im Kalten Krieg hat es funktioniert. Und ja, wenn man sich einmal in so ein Modus operandi verliebt hat, dass man sagt, wir halten andere Blöcke klein, hat ja im Kalten Krieg funktioniert,
dann China wird jetzt wieder stark, okay, machen wir das einfach wieder. Also wenn es so gut funktioniert hat, machen wir es einfach weiter. Obwohl das ja jetzt absolut die falsche Strategie ist. Also Deutschland verdankt seinen Status als Exportweltmeister. Die Stärke von vielen deutschen Unternehmen, beispielsweise der Automobilindustrie, verdanken wir dem Aufstieg Chinas unter anderem. Ja, und wenn wir Habeck gehört haben, hat er gesagt, er kann das Wachstum in China nicht ankurbeln. Also das widerspricht ja eigentlich auch dem, was er jetzt hier wieder sagt, ne? Weil er weiß ja offensichtlich, dass wenn China wächst, ist das gut für uns. Es ist wunderbar, wenn China wächst. Also da sollten wir nichts gegen haben ökonomisch. Und das widerspricht sich einfach komplett. Also das zieht sich durch diese ganze Industriestrategie, so eine merkwürdige Mischung aus, wir wollen jetzt Protektionismus gegen feindliche Staaten, wo dann auch normalerweise nur Russland genannt wird, also an einigen Stellen auch angedeutet wird, dass China damit auch gemeint sein könnte, aber andererseits dann Bekenntnis grundsätzlich zu Freihandel und grundsätzlich zu Offenheit. Ich lese hier mal einen sehr interessanten Satz vor. Erstens führt uns der Weg zu mehr Wirtschaftssicherheit nicht über mehr Protektionismus und Abschottung, sondern über mehr Offenheit und Diversifizierung. Dafür hat die Bundesregierung neue Dynamik in die Handelspolitik gebracht. Wir haben die Blockaden bei CETA gelöst und die Verhandlungen für Abkommen mit einer ganzen Reihe von Staaten überall auf der Welt intensiviert. Das heißt, mehr von solchen Freihandelsabkommen, also mehr Freihandel im eigenen Block, aber mehr Protektionismus gegenüber dem feindlichen Block. Also hier wird eine neue globale Blockbildung vorbereitet. Also zwar erst rhetorisch, also es sind noch keine konkreten Maßnahmen. Wie gesagt, die ganze Industriestrategie ist ja allgemein gehalten, aber das sollten wir auf jeden Fall weiterhin kritisch beobachten. Eine neue Definition von Freihandel, ne? Freihandel nur mit denen, die wir mögen oder so. Ganz, ganz merkwürdig. Ja, vor allem so ein Freihandel, da gibt es ja auch das Problem, dass das, wenn man beispielsweise Klimaschutz will, dass das zu einem Race to the Bottom führt. Also, dass jeder versucht, die schlechtesten Klimaschutzstandards bei sich einzuführen. Und da hat man jetzt eine protektionistische Maßnahme, bei der, ja, diese man tatsächlich auch gegen verbündete Staaten erlassen will, nämlich den CO2-Grenzausgleich. Also, dass man zusätzliche Strafzölle auf Produkte aus anderen Ländern einführt, die nicht einen vergleichbaren CO2-Preis wie wir Europäer haben. Wir Europäer haben ja diesen CO2-Emissionshandel, wo auch nicht alle Bereiche einbezogen sind, aber viele zentrale Industrien mit drin sind. Und da wollen wir jetzt, also jedenfalls laut dieser Industriestrategie, einen CO2-Grenzausgleich einführen. Ja, ist halt eine protektionistische Maßnahme, was sich halt mit dem Freihandel beißt, den er ja offensichtlich irgendwie gut findet. Ist jetzt eine Maßnahme, die ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, weil die machen halt bei den CO2-Bepreisungen nicht mit und wenn die da nicht mitmachen, funktioniert das Ganze global halt irgendwie nicht. Aber es widerspricht sich alles einfach komplett und das ist immer mein Hauptproblem mit solchen Politikern, die sich selber widersprechen. Das bedeutet, sie verstehen ihr eigenes Konzept offensichtlich nicht, ne? Ja, es sind viele Maßnahmen, die, wie gesagt, also auch dieses Bekenntnis zu Freihandel und dann zu sagen, wir wollen jetzt ganz rabiat die Investitionen von Staaten verhindern, die wir nicht mögen. Das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Also es ist ziemlich widersprüchlich. Das Einzige, wo man ein bisschen konsistenter ist, ist jetzt die Stärkung der Rüstungsindustrie, wo man es ja tatsächlich mit riesigen Investitionen hinterlegt hat und wo man jetzt ganz klar schreibt, wir wollen die stärken, wir wollen hier sogar noch mehr Produktion nach Europa holen. Deutschland ist ja jetzt schon einer der größten Rüstungsexporteure, also da hat man tatsächlich einen Bereich auserkoren, in den man jetzt wirklich mehr investieren soll, aber das, ja, das macht den Kohl ja auch nicht fett, vor allem, wenn die Bundesregierung ihre Gesamtinvestitionen in den nächsten Jahren ja sogar verringern will. Und wir haben ja auch eine Sache gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaft kann auch wachsen neben den Rüstungsinvestitionen. Ja? Das heißt, wir können trotzdem wir die Wirtschaft ankurbeln, auch wenn wir Ressourcen in die Rüstungsinvestitionen investieren. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ja, aber wir wollen doch die Schuldenbremse einhalten. Ja, wir wollen die Schuldenbremse. Das macht eh alles kaputt. Das macht alles kaputt von dieser Industriepolitik. Christian Lindner, das haben wir ja schon mal einen Talk zugemacht, plant eine Nettokreditaufnahme von 16 Milliarden. Ja, das kompensiert noch nicht mal die gesteigenden Zinskosten. Die Anleihenbesitzer bekommen ein bisschen mehr Geld geht an die Banken, aber nicht in die Wirtschaft. Da geht jetzt weniger Geld rein. Ne? Das ist unfassbar. Sprich, wir zerstören gerade den Binnenmarkt. Also nächstes Jahr soll ja auch die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme steigen und das schadet ja auch der Industrie. Ja, klar. Also jetzt kann man sagen, okay, das hat jetzt mit dieser Angebotspolitik nichts zu tun, aber wenn wir die inländische Nachfrage schwächen, ja, für wen soll unsere Industrie dann ihre Produkte herstellen? Also die Industrie Deutschland ist zwar extrem exportabhängig, aber wenn der Binnenmarkt nicht läuft, wieso sollte die Industrie dann ihre Produktion ausweiten? Ja, und wo wir schon bei Außenhandel sind und bei Binnenmarkt, Habeck spricht ja vom europäischen Binnenmarkt, ja. Und da möchte er scheinbar die Kooperation möchte er stärken, weil die Italiener, die sind ja total toll. Und dann geht er aber gar nicht auf den Leistungsbilanzüberschuss ein. Ja, wir haben Deutschland doch, hat doch, 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 doch. Er schreibt doch was sehr Interessantes zu. Faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen überall in der EU sind gerade für deutsche Unternehmen mit Standorten in vielen europäischen Partnerländern eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung.
Ja, aber das meinte ich. Er sagt sowas, aber er geht nicht darauf ein, wie Deutschland den Leistungsbilanzüberschuss loswerden möchte. Das ist ja Also unfassbar. jeder Politiker in Italien, Griechenland, Spanien, selbst in Frankreich muss sich wirklich verhöhnt vorkommen bei so einer Industriestrategie. Deutschland hat in den letzten 20 Jahren auf Lohndumping gesetzt und damit die fairen Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU unterlaufen. Was Habeck hier mit diesem Zitat meint, ist, dass man ja ruhig die Beihilferegeln ausweiten kann. Also ist ja nicht, also wir sind ja ein Wirtschaftsraum, wir haben ja eh faire Wirtschaftsbedingungen, also wir haben schon faire Wettbewerbsbedingungen, da können wir jetzt ruhig die Beihilferegeln ausweiten, denn wir sollten als Europäer ja zusammenarbeiten. Wir stehen ja nicht in Konkurrenz zueinander. Was exakt das Gegenteil dessen ist, was die deutsche Regierung in den letzten, ja, 20 Jahren als ihre Politik an den Tag gelegt hat. Ja, sogar noch länger eigentlich, ne? Also Ja, das 25 Dumping, Jahre. ja. Aber jetzt nochmal der Punkt ist, was passiert denn ökonomisch, wenn wir weiterhin auf Lohndumping gehen, weiterhin auf mehr Wettbewerbsfähigkeit? Deutschland ist ja schon viel zu Wettbewerbsfähigkeit. Wir leben unter unserem Standard hier, weil wir ja alles, was wir produzieren, in die Welt schicken. Was passiert denn, wenn wir das weitermachen? Er sagt ja konkret eigentlich, wir geben den Italienern Geld, den Spaniern, den Franzosen Geld, damit die bei uns weiter einkaufen können. Anders kann man das ja nicht erklären, warum Der das, was sagt er da er nicht sagt. mal direkt. Das ist Nee, die sagt er nicht logische direkt, Folge aus aber dieser Politik. das wäre eine Also, logische Folge, ja. wir hatten ja dieses gemeinsame EU-Programm über ein Volumen von 750 Milliarden Euro, was Merkel während Corona aufgelegt hat und was Ländern wie Italien dann ein bisschen Zeit zum Durchatmen verschafft. Und auch die EU-Kommission ist gerade relativ großzügig bezüglich der Einhaltung der Schuldenregeln, weil sie selbst weiß, dass sich diese Schuldenregeln nie einhalten lassen. Weder die 3% Defizitgrenze von Maastricht, noch die 60% Grenze, die ja mittlerweile völlig illusorisch geworden ist. Ja, und Italien möchte das ja auch nicht einhalten nächstes Jahr, denen ist das ja scheinbar egal. Und Deutschland möchte es unbedingt einhalten, weil das ja so schlimm ist mit den Schulden. Italien hat viel mehr Schulden, also allein daran sieht man ja, wie lächerlich das ist. Und ich glaube auch, dass Italien sich das erlauben kann, das einfach mal nicht einzuhalten. Weil was will man großartig dagegen machen, wenn man jetzt Italien auch ausfallen lassen wie Griechenland? Ich glaube, dann haben wir ein ganz großes Problem. Nein, natürlich nicht. Deswegen, die Ja. EU-Kommission weiß, dass sich das nicht einhalten lässt, aber aktuell blockieren ja die sparsamen vier, kennen wir ja, und Deutschland Reformen auf europäischer Ebene. Finanzminister Lindner blockiert jede Reform der Defizitregeln. Das heißt, mit dieser Regierung kommen wir da auf keinen Fall weiter, wenn wir irgendwie eine vernünftige Finanzpolitik auf europäischer Ebene machen wollen. Ja, und in der deutschen Demokratie bedeutet es, dass wir wahrscheinlich mindestens zwei Parteien in der nächsten Legislaturperiode wiedersehen. Und vielleicht ein interessanter Satz, wie er das Ganze einleitet. Er sagt, wir können im Grunde genommen die Probleme nicht in der aktuellen Legislaturperiode lösen. Ja, so Ja, ein optimistisch nicht Beispiel an. dafür ist dieser Industriestrompreis, den die FDP schon abgelehnt hat, der sich aber in dieser Industriestrategie wiederfindet. Das heißt, die Grünen wollen Industriestrompreis. Sie wissen aber, dass das mit der FDP nicht geht. Das heißt, sie spekulieren wahrscheinlich auf eine schwarz-rot-grüne Koalition, wo sie das dann hoffen, durchsetzen zu können. Also das ist auch so ein interessanter politischer Fingerzeig, wenn man sich solche Strategien ansieht, dass man sich hier implizit schon gegen einen Koalitionspartner ausspricht und hofft, in der nächsten Koalition dann mit wem anders zusammenarbeiten zu Ja. können. Schwarz-Rot-Grün reicht für 66%. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob der Plan aufgeht. Ja, naja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir gespannt auf das, was Habeck hier noch so verzapfen wird in seinen restlichen Jahren. Ob da mal was Konkreteres kommt zu dieser Industriestrategie. Also der Streit zum Industriestrompreis, der wird ja wahrscheinlich weitergehen. Also Habeck wird weiterhin versuchen, den durchzukriegen. FDP wird sich weiter sperren. Was ja auch ein bisschen komisch ist, man erhöht die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme, man macht eine Sparpolitik, um den Binnenmarkt abzuwürgen und dann will man den Strom für die Exportindustrie, also nicht mal für kleine Unternehmen oder so, sondern nur für die Exportindustrie subventionieren. Also sprich, wir setzen komplett auf den Export, aber machen den Binnenmarkt kaputt. Ja, diese Strategie ist nicht Fisch, nicht Fleisch, abgesehen vielleicht von der Stärkung der Rüstungsindustrie, was wirklich ein klarer strategischer Fingerzeig ist, der gar nicht so gut ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.